Hallo und einen schönen guten Morgen. Die US-Börsen haben gestern Abend einen Turnaround hingelegt und erstmals in diesem Jahr mit deutlichen Gewinnen geschlossen. Während einige Händler bereits von einer Trendwende sprechen, sehen andere nur eine technische Reaktion bei den zuvor gebeutelten Technologie- und Finanztiteln. Fakt ist, die Furcht vor einer von der Hypothekenkrise mit verursachten Rezession wächst, zumal der Telekom-Konzern AT&T von reihenweise zahlungsunfähigen Kunden und mehrere Banken von gesunkenem Verbrauchervertrauen berichtet haben. Zudem äußerten sich Unternehmen wie Ford und Bang & Olufsen pessimistisch. Beim US-Vermögensberater Avalon zeigt man sich überzeugt, die gewohnte Frühjahrsrallye bleibt aus. Ja, und die Investoren, die flüchteten reihenweise in Staatsanleihen. Andere trieben den Goldpreis auf gut 891 US-Dollar je Feinunze und damit auf ein neues Rekordhoch. Die 1000-Dollar-Marke dürfte bis Jahresende geknackt werden, sagen Experten. Im vergangenen Jahr schockierten Meldungen über gefährliches Billigspielzeug aus China Unternehmen, Anleger und Eltern. Beobachter sagten China schwierige Zeiten voraus. Doch die Rückrufaktionen haben den Spielzeugherstellern offenbar nicht nachhaltig geschadet. So stiegen die Spielzeugexporte aus Hongkong in den ersten 11 Monaten des vergangenen Jahres um rund 25%. Ausfuhren in die EU legten dabei um satte 24,2% zu. Und auch das Weihnachtsgeschäft sei gut verlaufen, hieß es auf der Spielzeugmesse in Hongkong. Im vergangenen Jahr mussten namhafte US-Hersteller in China produzierte Spielzeuge wegen gesundheitsgefährdender Inhaltsstoffe zurückrufen, darunter Mattel und Fisher-Price. Der Gouverneur von New Mexico, Bill Richardson, gibt seine Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten auf. Er werde die Entscheidung heute bekannt geben, hieß es im Umfeld. Bei den bisherigen Vorwahlen war Richardson von Barack Obama und Hillary Clinton klar geschlagen worden. Im Streit um den Umgang mit kriminellen Jugendlichen hat Hessens Ministerpräsident Koch Versäumnisse eingeräumt. Die Bearbeitung durch Gerichte in seinem Bundesland dauere zu lange, sagte Koch in der ARD. Im Bundesländervergleich ist Hessen Schlusslicht. Die Zahl der Kinder, die von Hartz-IV-Leistungen leben, ist im vergangenen Jahr leicht gesunken. Wie die Thüringer Allgemeine berichtet, lebten im Dezember 1,76 Millionen unter 15-Jährige von Sozialleistungen, rund 40.000 weniger als im Vorjahr. In den 3 Jahren nach der US-Invasion sind im Irak rund 150.000 Zivilisten getötet worden, so die Weltgesundheitsorganisation WHO, in einer neuen Studie, für die rund 10.000 Familien im ganzen Land befragt wurden. Die US-Börsen haben, wie bereits berichtet, erstmals in diesem Jahr mit kräftigen Gewinnen geschlossen. Zum einen, weil Schnäppchenjäger zugegriffen haben, zum anderen wegen guter Unternehmensdaten. So hat der Aluminiumkonzern Alcoa den Gewinn im 4. Quartal trotz Umsatzrückgangs gesteigert. Und der Logistiker UPS will für bis zu 10 Milliarden Dollar Aktien zurückkaufen. Der Dow Jones legte 1,2% zu auf 12.735 Punkte. Der Nikkei gibt dagegen heute Morgen erneut um 1% nach auf 14.449 Zähler. Der DAX schloss ebenfalls im Minus mit 0,9% oder 7.783 Punkten. Ja, und der Euro, der notiert freundlich bei einem US-Dollar 46,85. Die Europäische Zentralbank berät in Frankfurt über die Leitzinsen. Eine Änderung wird nicht erwartet. US-Präsident Bush trifft mit Palästinenser-Präsident Abbas in Ramallah zusammen. Die Tarifgespräche zwischen Bahn und GDL gehen weiter und in Potsdam beginnen die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst. Der Bundesfinanzhof verhandelt über die Kürzung der Pendlerpauschale und in Indien wird heute der billigste PKW der Welt vorgestellt. Das Volksauto soll gerade mal 1.700 Euro kosten. Da können wir alle mal gespannt sein, was das wird. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall einen schönen Tag und wir sehen uns morgen wieder um 7. Tschüss.